Der Tumor ist in das umliegende Gewebe eingedrungen. Bevor wir ihn chirurgisch entfernen, müssen wir ihn erst verkleinern. Was mich eher interessiert, ist, wie Sie das machen wollen, Mike. Zuerst konventionell. Die ersten 3 Wochen bestrahlen wir ihn. Und wenn er dann immer noch nicht kleiner geworden ist, greifen wir zur Chemo. Und wenn das auch nicht wirklich hilft, bin ich tot. Es besteht eine mehr als 75-prozentige Chance, dass die Bestrahlung ausreicht. Keine Sorge, wir haben das Ding noch rechtzeitig entdeckt. Rechtzeitig wäre noch vor der Infiltration ins Nachbargewebe gewesen. Kombinieren Sie die Strahlen mit gleichzeitiger Chemo. Wozu das Immunsystem unnötig belasten? Halten wir uns an meinen Plan. Zuerst die Bestrahlung? Ich werde eine Zweitmeinung einholen. Ist das Ihr Ernst? Sie haben diese Behandlungsart doch dutzende Male selbst empfohlen. Das war's. Ich suche mir einen Arzt, der Eier in der Hose hat. Sie sollten mit ihm reden. Er wird sich blamieren. Ein Arzt sollte imstande sein, die eigene Erkrankung mit Würde zu tragen. Ich sehe das so wie Wilson. Meine Therapieempfehlung ist schlüssig. Ich glaube auch, dass Ihnen die Eier fehlen. Passt gut zum Büro. Geh weg, mir brummt der Schädel. Ich will keinen Sex. Hin und wieder reicht Kuscheln und Reden völlig aus. Ich fang an. Du willst keine zweite Meinung. Du hast ja schon 4. Von Evans im Mercy, Shaw im County, Foster im John Hopkins. Sie haben dir alle das Gleiche geraten. Du hast einen Knall. Du willst nicht nur eine Chemo, sondern eine so hohe Dosis, dass sie dich höchstwahrscheinlich umbringen wird. Die Frage ist, wieso hast du es verschwiegen? Du wusstest, ich würde dich davon abhalten. Was bedeutet, du hast schon jemand ausreichend Gestörten oder Verzweifelten gefunden, der bereit ist, dir eine tödliche Dosis zu verabreichen. Aber wer wäre so dämlich? Ich glaube, derjenige bist du. Genau, mein Freund, wolltest du dich denn umbringen? Denn hier wird Foreman das nicht zulassen. Bei mir. Ich habe, was ich brauche, schon besorgt. Nein, nicht! Hör auf! Ich bin noch gesund. Wieso also nicht gleich den extremen Weg gehen, solange ich noch eine Chance habe, es zu überleben? Statistisch gesehen stirbst du hieran mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit wie an dem Tumor. Nur sehr viel schneller. Nancy Wells, Cervixkarzinom. 70%, dass sie 5 Jahre übersteht. Gestorben am 6. November 1998 mit 64 Jahren. Bernie Jones, Melanom, 89%, dass er 5 Jahre durchsteht. 10. Oktober 1999, er war 52. John Taylor, Schilddrüsenkrebs. 96%, dass er 10 Jahre schafft. Ich hatte ihm versprochen, dass er gesund wird. 8 ist er geworden. Ich will keinen langsamen Tod in einem Krankenhausbett unter Neonlicht, wo Leute mich beglotzen und mir vorlügen, wie gut ich aussehe. Selbst die geringste Chance, dass es so kommt, ist einfach zu hoch für mich. Rein Idiotie. Die Statistik sagt, dein Tod ist sicher. Wir machen es bei mir. Oh.
schmeckt beim Kotzen nicht besser. Hier ist noch eine Lüge. Gut siehst du aus. Wie hoch sind die Leukozyten? Nur noch 1000, Tendenz fallend. Ich brauch mir Morphium. Ist alle. Ich gebe dir jetzt ein paar von meinen Schmerzkillern. Das wird für die letzten 8 Stunden reichen. Hast du genug für uns beide? Es reicht jedenfalls dicke für einen Minion. Vergiss nicht, die Pillen sind von mir. Also kotze nicht wieder aus. Wie du weißt, halte ich deine Leuchter auch in Ehren. Herzfrequenz erhöht, Blutdruck im Keller, Leukos liegen bei 500. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Nein! Ich habe dafür weder die Ausrüstung noch die richtigen Medis. Nein, gewinnen oder verlieren. Gewinnen oder verlieren wird der Deal. Das war der Deal, als wir noch ein Oder hatten. Du kannst hier nicht gewinnen. Nein, nein. Ich sterbe lieber hier. Kein Krankenwagen. Nicht ins Krankenhaus. Bitte. Das darfst du mir nicht antun. Raus. Bitte. Versprich mir, dass ich die Wohnung niemals verlassen muss. Versprich es. Okay, ich verspreche es. Wir sehen uns zum Lunch. Time.